Hi, liebe Homegym-Community. Heute kann ich euch endlich mein Herzensprojekt vorstellen, und zwar die 3D-Jammer-Arme von Strong Gains. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Review und ich hoffe, dass ihr genauso hyped auf das Produkt seid wie ich. Klassischerweise funktionieren Jammer-Arme ja so. Man hat einen Hebelarm im Prinzip an der Aufhängung dran, kann Gewicht drauf packen, meistens eher an der Seite als jetzt hier nach vorne, und dann bewegt sich der Arm hoch und runter. Ja, da kann man verschiedene Übungen dran machen, Brustpressen, Schrägbank drücken und so weiter, je nach Einstellung. Und das Produkt geht jetzt einfach einen ganzen Schritt weiter und ich zeige euch jetzt auch, in welcher Hinsicht. Der erste Punkt, wo wir deutlich weitergehen, ist die Aufhängung. Das heißt, wir haben hier ein Trolley-System, womit man die Jammer-Arme super schnell verstellen kann. Warum ist das hilfreich? Weil bislang man diese Jammer-Arme im Ganzen immer nehmen musste, abschrauben, an eine andere Position bringen, wieder anschrauben. Das ist doch durchaus irgendwie nervig und gerade auch sozusagen dadurch, dass die Arme sich ja bewegen, ehrlicherweise eine ziemliche Friemelei gewesen, sodass im Alltag, wenn man ehrlich ist, man vielleicht so zwei Übungen damit gemacht hat und das war's dann. Wir haben jetzt hier einen Schlitten dran und da geht die Höhenverstellung ziemlich einfach. Ich ziehe hier einfach einen Stift raus, gehe mit dem Arm nach unten, zack, Stift wieder rein. Und damit habe ich die Höhe verstellt. Geht super einfach und das, obwohl diese Gesamtkonstruktion ungefähr 25 Kilo wiegt. Also das ist das erste Ding, was bei uns schon mal deutlich besser ist als bei anderen Jammer-Armen. Wir haben hier einen Trolley, damit ich das schnell verstellen kann und damit auch im Zweifelsfall die Partnerin zum Beispiel, die irgendwie mittrainiert, das auch schnell verstellen kann und sich nicht irgendwie einen abbricht, wenn man dann mal eine andere Übung machen möchte. Das nächste Problem, was wir gelöst haben, ist die Startposition von den Jammer-Armen. Ich habe euch hier mal aufgebaut, wie man das üblicherweise machen musste. Wenn man zum Beispiel eine fixe Startposition haben wollte, weil man jetzt sagt, ich wollte von hier mit dem Schulterdrücken zum Beispiel starten, dann musste man erstmal seinen Safety-Arm nehmen, den da drunter packen, auf die richtige Höhe, damit die Startposition eingestellt ist. Das heißt, man muss schon zwei Schritte machen. Erstens, du musst die Dinger hoch und runter verstellen mit Schrauben und so weiter. Zweitens, du musst den Safety-Spotter anbringen und auch den in der richtigen Höhe anpassen. Wir haben das Ganze durch einen Startkranz gelöst. Das heißt, mit diesem Sicherungsstift könnt ihr einfach hier in die Bohrungen reingehen und stellt euch eure Startposition ein, so wie ihr sie haben wollt und das in Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ah, okay, ist mir vielleicht ein bisschen hoch zum Schulterdrücken, möchte ich irgendwie eine Raste tiefer haben, dann stelle ich mir das eine Raste tiefer ein und habe hier meine sichere Startposition, mit der ich dann loslegen kann. Das heißt, das Ding entfällt vollständig und das ist schon mal das zweite Feature, was wir bei unseren deutlich besser gelöst haben, als das bei anderen Jammer-Armen der Fall ist. Das nächste Feature, was wir hier haben, passt natürlich zur kompletten Pro-Line von Strong Gains, denn auch diese Jammer-Arme sind Teil der Pro-Line-Serie und sind komplett made in Germany. Und zwar betrifft das die Bohrungen. Üblicherweise sind Jammer-Arme sehr, sehr häufig so, dass die ohne Bohrungen kommen und halt fest vorinstalliert. Das heißt, eure Griffe, die dran sind und auch die Scheibenaufnahmen, die sind halt angeschweißt. Das ist grundsätzlich von der Stabilität auch super, ja. Aber sie bieten euch keine zusätzliche Flexibilität. Wir haben hier natürlich, genau wie ihr das schon bei meinem Rack sehen könnt, halt einfach durchgehend überall Bohrungen, dass ihr das Ganze flexibilisieren könnt. Und ich zeige euch das mal am Beispiel von dem Weighthorn hier vorne, wo ihr die Scheiben raufpackt. Und zwar, da kommt der Kameramann einfach einmal hier ein bisschen rum. Wir haben an der Seite hier die Möglichkeit, dass wir einfach mit dieser schönen Rändelmutter die Scheibenaufnahme einmal abdrehen können und dann kann ich mir die, wo auch immer ich möchte und warum auch immer ich das möchte, an eine andere Position bringen, ja, und kann das Ganze dann nochmal für mich anpassen, so wie ich das brauche. Oder auch ein Feature, was ich zum Beispiel zusätzlich eingebaut habe, ist hier unten so ein D-Ring. Das ist einfach eine M20-Schraube, dann zusätzlich noch mit so einem D-Ring, nennen sich die Dinger, angebracht, damit ich hier zum Beispiel Karabiner, Schlaufen und Ähnliches anbringen kann. Zeige ich euch später noch, für welche Übung ich das zum Beispiel verwende. Also auch hier ist nochmal ein klarer Vorteil, dass ihr das Ganze so anbringen könnt, wie ihr das wollt. Warum wäre das in dem Falle sozusagen besonders cool? Weil man auch den Jammer-Arm zum Beispiel verwenden kann, um zu sagen, hey, ich probiere da einfach mal Belt-Squats dann aus. Ja? Ich kann auch genauso den Griff natürlich abschrauben in verschiedene Höhen. Das ist dasselbe System wie mit den Plate-Holdern. Ja, dann mache ich mir einfach den Plate-Holder nach vorne,
hau hier so einen D-Ring rein und schon habe ich sozusagen eine Bell Squat, die ich damit imitieren kann. Ja? Natürlich ersetzt das keine ganze Bell Squat, die irgendwie 1,20 Meter lang ist und ein vollständiges Studiogerät, ist schon klar. Aber ich will euch sagen, ihr habt hier alle Möglichkeiten, um damit rum zu experimentieren, wie ihr lustig seid. Ja? Ich habe schon in den USA Varianten gesehen, wo auch diese Bogen vorhanden war. Die haben dann zum Beispiel sich die Safety-Arme zusätzlich rangemacht, um so eine Kraftkurve wie von einer Hammer-Strength-Maschine nachzuempfinden. Dann kommt der Arm so nach vorne, man packt die Hebelarme zur Seite und dann die Gewichtsaufnahmen zur Seite und dann hat man eine andere Kraftkurve. Ich mache am besten ein Video für euch, damit man sich das auch halbwegs vorstellen kann. Aber Quintessenz, ihr könnt hier ungefähr so alles verstellen, was ihr möchtet. Griff, Handelscheibenaufnahme, zusätzliche Sachen, Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So, bis zu dem Punkt im Video werdet ihr wahrscheinlich sagen, hey Dave, cool, dass Strong Gains sowas in Deutschland macht. Finden wir auch irgendwie unterstützenswert, aber ehrlicherweise, das gibt es ja schon von US-Herstellern, ne? Die haben auch ein Trolley-System, manch einer hat auch sozusagen schon so ein Startrad und auch durchgelasert, naja, das ist nur in Deutschland nicht State of the Art, sondern international total gang und gäbe. Was ist denn jetzt so die Neuerung, dass das 3D-Jammer-Arme sind? Und das Feature kommt natürlich jetzt. Wir haben hier eine zweite Achse eingebaut. Das heißt, diese zweite Achse ermöglicht uns Folgendes, dass wir nicht nur die Bewegung nach oben und unten möglich machen von den Jammer-Armen, sondern indem ich hier einen Sicherungspin rausnehme, kann ich das Ganze auch komplett frei drehen. Ja? Das heißt, ihr seid in eurer Bewegung, ihr seht das schon, nicht limitiert, in welche Richtung das geht. Und jetzt kommt der Clou. Wir haben hier oben, da muss der Kameramann mal einmal ganz genau rangehen, wir haben hier oben auch ein zweites Zahnrad eingebaut und dieses Zahnrad ermöglicht mir, dass ich das Ganze auch im Winkel mit dem Pin fixiere. Und das zeige ich euch jetzt nochmal von vorne. Ihr werdet halt sehen, der Jammer-Arm ist jetzt schräg eingestellt und der läuft jetzt schräg nur gerade hoch und runter. Ja? Ich werde euch das auch nochmal in einem Video zeigen. Das hat aber den Vorteil, dass ihr zum Beispiel eine Brustpresse hier wirklich konvergierend aufbauen könnt, weil ihr einen schrägen Winkel habt, mit dem ihr arbeiten könnt. Das ist eine absolute Neuerung und eine, finde ich, deutliche Verbesserung von Jammer-Armen nochmal, weil es viel mehr Flexibilität gibt. Wir werden euch am Ende in diesem Video noch eine ganze Reihe an Clips einblenden, wo ich euch zeige, welche Übungen damit möglich sind. Aber jetzt überlegt einfach nur mal von der Kreativität, hey, was kann ich denn damit machen? Ich kann damit komplett freie Bewegungen ermöglichen. Ich habe eine Startposition und kann dann sozusagen die Jammer-Arme aber eigentlich nehmen wie Kurzhanteln. Das heißt, ich kann die zusammenführen, wie ich möchte, ich kann auseinandergehen, wie ich möchte. Ich kann damit, wenn es meinen Raum das hergibt, sogar Fleiß machen für die Brust zum Beispiel und ähnliches. Und zeitgleich habe ich eben die Möglichkeit, dass ich mir einen festen Winkel einstelle, dass ich damit sozusagen komplett konvergierend arbeite, beispielsweise bei einer Brustpresse oder bei einer Schulterpresse. Und wer sagt, das brauche ich gar nicht, der hat ja immer noch die Möglichkeit, das Ding halt einfach gerade zu stellen und damit genauso zu arbeiten wie mit einem traditionellen Jammer-Arm hoch und runter, kann sich hier zum Beispiel noch ausprobieren, wie er eine Bell Squat daraus basteln kann und so weiter und so fort. Also eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und ich garantiere euch, wenn ihr das Ding montiert habt, dann werdet ihr den ersten Tag erstmal damit verbringen zu gucken, okay, in welcher Höhe, mit welcher Einstellung kann ich denn eigentlich sozusagen welche geilen Übungen hier alle machen. Also da ist auf jeden Fall erstmal der erste Tag im Home Gym schon mal safe. Stichwort Montage, was ich gerade schon angesprochen habe. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr hier euer komplettes Rack-System einmal auseinanderschrauben müsst, damit ihr die Jammer-Arme oben drüber stülpt. Denn der Thomas, der bei der Entwicklung mitgeholfen hat, der hat hier ein richtig cooles Feature eingebaut. Und zwar sind diese Platten von hinten einfach angeschraubt. Das heißt, wenn ihr die Jammer-Arme bekommt, schraubt ihr einfach zwei Schrauben ab, nehmt diesen Teil ab, steckt den anderen von vorne gegen, drückt das wieder rein, schraubt die Schrauben wieder ran und die ganzen Dinger sind dran. Das dauert wirklich 2 Minuten. Ja? Also keine Angst haben, dass man hier das komplette System auseinanderlegen muss, damit man die drüber macht. Das ist wirklich super und im Gegensatz zu anderen Jammer-Arm-Konstrukten kommen die auch vollständig montiert bei euch an.
Das heißt, ihr habt nicht das Problem, wie ich das in der Vergangenheit bei einem anderen großen deutschen Hersteller hatte, dass ich irgendwie dreimal hintereinander Jammerarme bekam, wo die Aufhängung schief war und die Teile einfach gar nicht ineinander passten. Hier ist es so, Dimitri montiert jedes vorab vorher vor und das Einzige, was ihr machen müsst, ist das an euer Rack zu stecken, festzuschrauben, fertig und ihr seid ready to go. Ja? Also auch wirklich was, was super schnell funktioniert. Okay. Die von euch, die ich jetzt schon überzeugt habe, werden sich jetzt natürlich fragen, Dave, okay, passt das jetzt auch auf mein Rack? Konzipiert sind die ganzen Teile für 80x80 Racks mit 21er Bohrung in 5 mm Mittenabstand. Also konkret würde das zum Beispiel die Strong Gains Pro Serie betreffen, für die es natürlich konzipiert ist, oder auch passend für ATX 800 sein. Aber wer von euch ein anderes Rack hat bis 70x70, der kann Dimitri einfach sagen, in welcher Bohrung und in welcher Stärke er das Rack hat und er passt das dann an. Denn das Einzige, was man machen muss, ist zum Beispiel, wenn ihr einen, sagen wir, 75x75 Rack mit 16 mm habt, ja, also ähnlich einem großen US-Hersteller oder auch einem anderen großen deutschen Hersteller, dann könnte man halt einfach diese Bohrungen hier, ja, ein bisschen verkleinern. Und im Inneren die Platten, die da drauf sind, die würden wir ein bisschen dicker gestalten, damit das halt den Unterschied zu 80x80 ausgleicht. Und dann passt das auch an euer 75x75 mit 16 mm Bohrung. Ja? Das müsst ihr einfach nur bei der Bestellung berücksichtigen. Also es gibt diese Möglichkeiten, das anzupassen. Wichtig ist, wir würden aktuell sagen, bis 70x70 vertrauen wir uns auf jeden Fall zu, dass das gut funktioniert. 60x60 Racks und natürlich irgendwie kleiner, da ist dann im Zweifelsfall das Rack der limitierende Faktor, weil ihr dürft nicht vergessen, das Ding wiegt halt 25 Kilo, hat auch eine sehr hohe Belastungsgrenze nach vorne hin, ist auch so ausgelegt, dass es wirklich für einen kommerziellen Gebrauch möglich ist. Das heißt also, da sind hohe Sicherheitsfaktoren entsprechend irgendwie mit drin in der Berechnung. Und wenn dann das Rack sozusagen der Fall ist, dass es halt eher irgendwie anfangen kann umzukippen und so, das würden wir nicht riskieren wollen. Deswegen sagen wir, 70x70 Racks wird auf jeden Fall funktionieren. 80x80, klar, das könnt ihr sofort machen. Und es gibt die Möglichkeit, einfach zu bestellen, welche Maße ihr haben wollt. Und das Coole ist bei Strong Gains, dadurch, dass sie in Deutschland fertigen, wenn ihr die zum Beispiel in einer anderen Farbe haben wollt, sprecht Dimitri einfach an. Das wird euch nicht irgendwie sozusagen Kopf und Kragen finanziell bringen, wenn ihr zum Beispiel sagt, Mann, ich habe ein weißes Rack, ich will die Dinger auch in weiß haben. Oder ich will mal sozusagen in so einem Clear Coat das haben. Das hat Dimitri neulich auch ausprobiert. Ja? Also in so einem Raw-Look in Silber. Einfach sozusagen Dimi anschreiben und dann funktioniert das Ganze auch. Ein Feature, was ich euch auch nochmal zeigen wollte, ist jetzt eher eine Kleinigkeit, aber halt was im Trainingsalltag sehr cool ist, sind unsere gerändelten Griffe. Ja? Wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut und haben auch gesagt, wir wollen wirklich gerändelte Griffe, damit halt man wirklich einen perfekten Grip beim Training hat. Das Ganze auch nicht mit Pulverbeschichtung machen oder gar blank, sondern halt euch wirklich auch das bieten, was ihr von der Langhantel gewöhnt seid. Ist auch vom Durchmesser total angenehm griffig, muss ich sagen. Also mein erstes Gefühl war gleich so, dass ich denke, ja, fühlt sich an wie eine Langhantel. Und auch hier bei den Griffen, wie gesagt, ist es halt so, dass ihr halt einfach mit den ebenfalls schön gerändelten Muttern das Ganze verstellen könnt und dann auf eure Höhe anpassen könnt oder auch mal drehen könnt oder ähnliches. Oder wer jetzt sagt, ich habe ganz andere Anforderungen an meinen Griff, hey, durch die Bohrung habt ihr die Möglichkeit, sprecht euren Schlosser der Wahl an oder auch gerne irgendwie Dimitri, wenn ihr möchtet, dass der das organisiert und sagt, was ihr für einen Griff haben möchtet. Warum auch immer ihr andere Anforderungen habt, ihr habt hier die Möglichkeit, habt aber zeitgleich auch, finde ich, einen richtig guten Griff schon mit dabei. Und wenn man von gerändetem Stahl ja eigentlich nie genug haben kann, ist natürlich auch der Griff zum Verstellen auch gerändet. Ich bin wirklich super happy, wie die Dinger geworden sind. Ich habe vor über 3 Jahren angefangen, tatsächlich die ersten Prototypen für so eine Aufhängung mit einer Verstellmöglichkeit, 3D-Movement und so weiter herzustellen. Ich werde auch ein extra Video für euch machen, wo ich euch mal die verschiedenen Phasen der Prototypen, die wir dafür hatten, zeigen werde. Aber heute sind die Dinger, so wie sie sind, für euch verfügbar. Ihr findet auf stronggains.de alle Informationen dazu, welche Konfiguration, Preis und so weiter und so fort. Ihr spart mit dem Rabattcode HOMEGYM, wie immer bei Strong Gains, 6% auf alles. Das gilt auch für die Jammerarme und auch für die komplette Pro-Serie. Also wer auch sagt, komm, ich gehe aufs Ganze, ich hole gleich noch einen Pro-Serien-Rack dazu, der findet das Ganze auch auf Strong Gains. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und jetzt kriegt ihr natürlich nochmal ganz viele Impressionen, welche Übungen denn eigentlich damit möglich sind. Viel Spaß dabei und ciao, ciao.